Hey Kinders, da sind wir wieder zurück. Wo waren wir? Wicked Shipping. Stimmt, ja. Das haben wir eben aufgemacht. Die Aufnahme habe ich gestern gemacht. Ich will jetzt ja am Tag nur maximal eine Aufnahme machen. Zumindest, ja, doch. Zumindest so ein bisschen, damit ihr aufholen könnt. Es wird sicherlich auch mal einen Tag geben, wo ich dann gar nichts aufnehmen kann. Dann könnt ihr halt einfach, ja, dann könnt ihr aufnehmen. Was liegt denn da? Was leuchtet da? What the fuck ist das? Da ich Spleefliege, ach ja, da die Kevin einfach nicht totbeißen konnte, weil er so bescheuert ist, Kevin. Kevin, hä? Kevin, warum greifst du die Viecher nicht an, wenn sie dich angreifen? Das wundert mich doch sehr. Die Alt müsste hier jetzt ja chillen und genau, sehr gut, Tiffany, McAllister, schön stehen bleiben. Wie sieht's denn aus? Wir haben gerade ziemlich viel Zeug mitgeschleppt aus Nudelhausen da unten von dem Shipping. Ich pack's hier mal alles rein. So. Und dann geht es weiter. Wir haben jetzt hier vorne noch ein Häusel zu entdecken. Ich renne da jetzt einfach mal hin. Das da vorne wird mich noch interessieren. Da ist ja diese City, in der wir waren. Aber was ist das da vorne? Damit wir auch endlich mal Vets ausprobieren können, wisst ihr? Davon habe ich doch so geschwärmt und jetzt habe ich es die ganze Zeit nicht genutzt. Das war nicht geplant. Wir nehmen die USP. Wow, 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 wow. Kevin! Kevin! Chill. Warum werden die mir als rot angezeigt? Warum sind die überhaupt aggressive? Und sie greifen doch eh nicht an. Was ist das? Was zieht dieses Spiel für eine Perversion daraus? Ah, Hauptblume einpacken. Übrigens, ihr seht es vielleicht, die Bewegungsunschärfe ist jetzt aus. Gut, bei Nacht ist es jetzt echt dumm zu erkennen. Es ist, man sieht es trotzdem so ein bisschen. Und ich habe noch irgendwas auf Ultra Hardcore gestellt. Das war eigentlich schon alles auf... Oh shit. Achtung, jetzt zeige ich es euch. Pass auf. So, mein Freund. Ich schieße dir mal die Beine. Oh Gott, da hinten ist noch einer. Alles klar. Wie? Das war's schon. Achso, ja, ich war ja gerade super getroffen. Alter. Nein! Kevin! Kevin! Okay. Stirb, Bitch. Na also, wo ist da noch einer? Aufhe. Aufhe. Another one. You can. Ah, nein. Warte. Oh Gott, das fällt nicht ab. Das fällt nicht ab. Hier. Fuck. Kevin, ich brauch dich! Herr Kevin ist viel zu langsam für mich. Warte mal. Was haben wir hier noch auf dem anderen Slot? Na also, Kevin. Box dich mal ein bisschen mit dem. Oh je. Bah! Oh nein. Das ging nicht as planned. Ja. Yeah. Oh. Hier, Kevin, drücke dich. So. Und du? Ach so. Nichts drin. Komm her. Scheiße, die Wand an. Krass, sind die schwach? Ein Schlag reicht aus. Alles klar. Ich glaube, ich habe mir die Maus doch zu langsam eingestellt. Sie ist zwar für das cinematische Spielen bestimmt nicht übel, aber ihr merkt, dass ich beim Aim so ein bisschen Probleme habe. Es ist dann doch einfach, es geht nicht so weit, wie ich das gerne hätte. Oh. Hallo, Monsieur, da haben wir eine Klappe. Nes? Was haben wir denn hier schon wieder? Ich gehe jetzt mal kurz ans Labor. Ich will gucken, was wir da noch machen können. Drogen können wir herstellen. Und zwar... Psychogen und Traubenmantels. Du kaufst um 10% billiger ein und verkaufst um 10% teurer und Jet bringt Zeitlupe für 15 Sekunden. Aber hier drüben steht nochmal, hier steht nochmal der wichtige Kram. Plus 5 Charisma. Um 10, plus 5 Charisma. Für 8 Minuten. Und diese Zeit, 5, ich hätte da jetzt 5 Minuten erwartet. Okay. Und das bringt auch 8 Minuten lang plus 25% Schaden. Oh, wow, wow. Ich habe mich nie mit diesen Sachen hier rumgeschlagen. Wirklich nie, nie, nie. Auch schon nicht in älteren Teilen. Ich habe so Sachen so gut wie nie benutzt. Vielleicht mal Jet oder so für einen wirklich schwierigen Fight. Aber ich... Ja, ich habe mich da einfach zu wenig für interessiert. Ich habe, so wie früher, wenn man Pokémon anfängt zu spielen. Da macht man dann die ganze Zeit diese Ruckzuck-Keep und Tackle und den ganzen Kram, der Damage macht. Und guckt nicht so wirklich auf Routenschlag und Dreck ins Gesicht kacken und sowas. Aber wir können jetzt ja total krass spielen hier, weißt? Waffenwerkbank. Krass, hier sind so viele Werkbänke. So viel Zeug. Aufbereitetes Wasser, sehr gut, sehr gut. Hier noch so ein bisschen Bansen. Guck mal, das ist ein geheimer Gang, den er hier hat. Der Herr oder die Dame. Oh. Ich mach mal aus. Ich hab's noch nicht ganz ausbaldobert. Kevin?
Kevin, you need to fork him. You need to fork right now, Kevin. Come on, fork, Kevin. Alter, Kevin beißt ihm den Arm ab. Kevin, das ist schon ein bisschen krass. Kevin kann gar nichts. Er stirbt sogar schon. Kevin kann da noch sterben. Also, ich dachte irgendwie... Nee, ich gebe jetzt keinen Stimpack. Du stehst doch gleich wieder von alleine auf. Wir werden gerade hardcore verstrahlt. Nett. Diamond City ist jetzt dauerhaft auf deiner Karte markiert. Juhu. Also jetzt bin ich ja wirklich höchst erfreut, dass ich das noch erleben darf. Ich glaube, sowas ist eigentlich gar nicht möglich, dass du Diamond City die ganze Zeit angezeigt bekommst, selbst wenn du drin bist. Ach man. Dann hacken wir mal dieses Terminal. Ihr wisst ja, wir sind die Könige hier. Term. Okay, Term ist schon mal richtig. Das ist es bestimmt. Ah! Dann ist es dann vielleicht hinten der okay. Zack! Ja! Weil das andere kann es ja nicht sein, weil T ja nicht richtig war, verstehst du? Absichtserklärung. So, Leute, das lest ihr jetzt wieder und ich lese es auch für mich. Behindertes Handy, hallo? Ich glaube, es geht los. Entschuldigung. Ich bin voller Schocken, ihr wahrscheinlich jetzt auch, ne? Ja. Okay. Es ist ein richtiger Patriot. Ja. Na also, was war das? Wir hatten gerade eine also gesagt. Unten stand eine also. Bin der Kerl und hab Atombombenzeug dabei. Nehme ich mir einfach mal alles mit. Hast du doch fertige Atombomben irgendwo liegen? Hat er nur versucht zu bauen, hat es nicht hinbekommen oder was? Ach komm. Du bist ein Grasdackel, weißt du das? Jetzt habe ich irgendwelche Teile. Super, schnell raus hier aus dem vergifteten Puff. Ich habe doch irgendwo Dinges hingelegt. Ich hoffe. Wo ist das Minus? Ja, da geht's weg, sehr gut. Wir haben unsere Verstrahlung geheilt. Hier raschelt es voll rum. Ich speichere mal direkt. Vielleicht ist oben irgendjemand, weil da kurz das stand unten so. Oder habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Dana, where? Komm schon, nicht so lange laden. Wir sind hier am PC, also bitte, hallo. Ich habe mir übrigens heute mal durch jemanden von euch einen Einblick gegönnt in einmal die Waffen-Mods und auch dann ganz kurz mal über das Settlement nachgedacht, über diese Sim-Settlements. Es ist schon gar nicht so übel, ne? Man kann ja selbst bauen und dann wiederum einige Bereiche einfach für die Siedler bereitstellen und die bauen sich dann selbst was auf. Es ist vielleicht gar nicht so uncool. Also wir können da gerne eine Abstimmung drüber machen, ob wir das hinzufügen und dann in kleinen Bereichen, also so zum Teil in unseren Städten nutzen. Weil da müssen wir halt nicht alles selbst bauen. Schießt da was? Weil grundsätzlich, also alle Städte, die man hier dann haben kann, oder alle Dörfer, oder wie wir es auch nennen wollen, immer selbst zu bauen, ist ja dann auch irgendwann... Schießt tatsächlich was? Dogmeat hat einen Gegner entdeckt. Dogmeat, wo? Da, wo du hinguckst, ne? Okay. Ach, da oben hockt jemand drin. Okay, wo ist meine Flinte? Warte. Ich meine, mein... Gewehr? Ist das... Okay, nein. Nicht. Ach komm. Oh, nice. Ach komm, weiß ich, kill ihn. Ach komm. Es war übrigens eine Frau und kein ihn, ja? Dass ihr das direkt lernt, den Unterschied. Wir sind so ein richtiger Axtmörder. Oh, shit. Ey, die ist schon echt, die ist voll OP hier, die. Die Gun, die Weapon, das Ding. Was ist die Tante? Ist die runtergefallen? Nein. Impro-Gewehr. Kannst du dir im Bubu stecken lassen, Fräulein. Ich könnte jetzt hier mit Wets auch mich so ein bisschen umgucken, ob hier in der Entfernung was ist, aber hier ist scheinbar nichts. Was ist denn da vorne eigentlich angezeigt? Haben wir da schon ein Questziel? Achso, Diamond City. Ist ein bisschen arg weit weg. Vielleicht etwas früh. Da lauern einige Gefahren, mit denen wir auf jeden Fall, Leute, nicht klarkommen werden. Nein, fucking nein. Doch, so ein bisschen schon, aber ihr wisst, wie das läuft. Wir gehen mal da hoch. Da ist auch irgendwas da drüben. Und da ist eine, keine Ahnung, Kirche oder so.
Das macht halt echt Spaß, einfach durch die Wildnis zu latschen und irgendwas Cooles aufzusuchen. Okay, ich speichere mal ab. Das sind immerhin zwei Leute, man weiß nie, was passiert. Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Camps-Dealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Hey, immer mit der Ruhe, Plünderer. Das geht dich nichts an. Okay, Waffe runternehmen. Wenn du nicht aufhörst, mit der Knarre rumzufuchteln, geht nicht das was an. Das war's. Du bist tot. Was? Fehlgeschlagen! Simon und Wolfgang, wartet mal. Das kriegen wir doch irgendwie gebacken. Das war sogar voll hell. Das sah gut aus, das war gelb oder so. Ihr könnt mir doch jetzt nicht erzählen, dass er... Ich so voll freundlich. Ruhe, ihr könnt mein ganzes Geld haben. Hört bitte auf, mit den Waffen auf mich zu zielen. Ihr dürft mich sogar... Und die... Fick ihn! Wenn du nicht aufhörst, mit der Knarre rumzufuchteln, geht Gold. Das was an. Das war's. Was? Nee. Das sehe ich nicht ein. Das war's eben nicht, mein Sohn. Hier muss doch eine friedliche Lösung gefunden werden können. Das geht dich nichts an. Was gibt's denn noch? Was ist los? Was ist hier los? Nur eine Meinungsverschiedenheit unter Geschäftsleuten. Trudy sitzt auf einem Haufen Waren, die sie mir schuldet. Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Aber anscheinend muss ich mir mein Eigentum mit Gewalt holen. Lust auf ein bisschen schnelles Geld? Hilf mir. Ich könnte noch eine Knarre gebrauchen. Oder glaubst du, du kannst sie zur Vernunft bringen? Ich bringe die zur Vernunft. Um Geld bitten, what the fuck? Mit Trudy sprechen. Ich rede mit ihr. Vielleicht können wir das klären. Sehr gut. Wenn was schief läuft, sind wir hinter dir. So, na also. Einfach mal abspeichern, weil wir das jetzt, finde ich, ganz gut geklärt haben. Ja. Oh Gott. Warte kurz. War ich gerade eben auf Laden? Ich will schon speichern, ne? Ach so, weil ich da runtergegangen bin, ist das... Ich hätte jetzt einfach irgendwas geladen. Ach komm. So, aber jetzt nochmal im Ernst, Leute. Hey. Hört auf, so einen Spaß zu machen, gell? Wir müssen jetzt mit der Trudel reden. Trudel. Trudel, konzentrier dich mal. Wie kann ich Waffe wegstecken? Egal, ich muss die Waffe nicht wegstecken. Hallo, Trudy. Hallo. Ich habe gesehen, wie du mit diesem Giftverkäufer geredet hast. Der kriegt kein Geld. Punkt. Ich will dich doch friedlich anfassen. Also du schuldest ihm Geld. Wenn du zahlst, ist alles vorbei. Alle ziehen ihre Wege, niemand wird verletzt. Ich habe eine bessere Idee. Du erledigst Wolfgang. Ich zahl dir 100 Kronkorken, wenn du ihm eine Kugel zwischen die Augen jagst. Trudy, so kommen wir nicht weiter. Warum sollte ich? Warum sollte ich dir helfen? Es sieht vielleicht nicht danach aus, aber hier kommen Karawanen durch. Ich habe Vorräte. Hilf mir, dann kann ich dir verkaufen, was du haben willst. Trudy, ich würde das gerne mit dem Guten regeln. Dann muss ich wohl tun, was ich tun muss. Trudy! Trudy, ich habe doch gar nichts gemacht. Weißt du, ich sag nur, dass ich nicht dieser Unterhändler für sie sein kann. Und sie, dann fist ich dich jetzt? So eine kleine, schmächtige, alte Frau. Hintendran mit einem Knilch, der weint. Und die meint irgendwie, sie könnte... Trudy. Hey. So. Ich habe gesehen, wie du mit diesem Giftverkäufer geredet hast. Trudy, das kennen wir zufällig schon. Also du schuldest ihnen Geld? Ich habe eine bessere Idee. Trudy! Du erledigst Wolfgang. Ich zahle dir 100... Mhm. Warte kurz. Jetzt ist vielleicht doch nicht schlecht, wenn wir Charisma hätten. Wir haben es gerade davon gehabt. Habe ich gerade gespeichert? Nee, ne? Das finde ich blöd, dass das einfach so rumdödelt. Haben wir hier vielleicht... Ist hier sowas, um Drogen zu machen, Trudy? Hast du zufällig auch ein Drogenlabor, so wie irgendwie jeder andere Platz im Spiel auch? Trudel? Haben wir zufällig schon was dabei? Ha, ist das nicht leicht im hier drin. So, wir haben ganz viel Zeug. Was brauchen wir? Strahlung. Widerstehen. Entschuldigung, ich bin ganz ehrlich, es sieht schlecht für dich aus. Na komm, ich kann ganz kurz mit denen. Hi. Kümmer dich um Trudy. Mach mich nicht sauer. Das soll dein Schaden nicht sein. Trudy. Hallo. Ich habe gesehen, wie du mit diesem Giftverkäufer. Ich bedrohe sie halt mal. Du hast es nicht mehr mit Wolfgang zu tun, sondern mit mir. Oh. Also rück das Geld raus, bevor es unschön wird. So soll es also laufen, was? Ich hoffe, du hast deinen Frieden gemacht. Shit! Wisst ihr, ich würde das echt gerne friedvoll klären, damit wir da vielleicht noch was Positives rausziehen können. Wenn wir jetzt die Leute umbringen, dann können wir da nichts mehr Positives draus ziehen. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt... Es wird darauf hinauslaufen, außer ich verpiss mich jetzt. Wir machen Charisma... Ach, warte mal. Ja, warte mal! Ach Mensch, hey.
Wir können doch Charisma ganz arg hoch machen. Du bist charmant und gefährlich. Frauen erleiden 5% mehr Schaden im Kampf und sind in Dialogen einfacher zu überreden. So sieht es nämlich aus, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zusehen. Komm, dann machen wir das halt mal. Ja. Aber wenn du jetzt nicht mitmachst, du Hosenmatz. Hey. Ich hab gesehen, wie du mit diesem Giftverkäufer geredet hast. Komm schon. Also du schuldest ihnen Geld. Komm schon. Wenn du zahlst, ist alles vorbei. Alle ziehen ihre Wege und wird verletzt. Okay, ich zahle. Aber dieser Mistkerl verkauft meinem Jungen kein Jet mehr. Hörst du das, Wolfgang? Du kriegst dein verdammtes Geld. Aber lass dich nicht dabei erwischen, wie du meinem Sohn nochmal Camps verkaufst. Kein Problem. Hast du es gehört, Wolfgang? Mein Sohn ist sowieso total... Du Pisser! Okay, Krise beendet. Wenn du handeln willst, komm zur Theke. Er hat einen Man-Bun. Wir werden bezahlt und ich muss niemanden erschießen. Gut gemacht. 100 Kronkorken. Habe ich jetzt auch Kronkorken bekommen? Ach so, ja klar, gut gemacht. Ja, tschitsching. So, Trudy, bist du mir jetzt auch wohl gesonnen oder... Guck mal, jetzt chillen die hier sogar. Entschuldigung. Ich bin die starke Chef. Ach, jetzt sei doch mal ruhig. Trudy. Hallo. Wir haben wieder geöffnet. So. Mit etwas weniger Barem, dank dir. Willst du das wieder gut machen? Ja. Was kaufen? Und zwar will ich da was verkaufen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Von allem etwas. So, und zwar, Trudelchen, wir haben ja einiges, was ich nicht brauche, ne? 10mm Pistole will ich schon gerne selbst behalten. Aber, Trudy, und jetzt kommt wirklich der Hammer. Ich habe hier einen Grognack der Barbar für dich. $33, meine Freundin. Irgendwie habe ich gar nichts für sie zum Verkaufen. Ich weiß nicht, ob wir die Waffen verkaufen sollen. Wir verwerten die lieber, oder? Und craften uns dann was. Ich dachte, ich habe jetzt hier irgendwas noch dabei an Bekleidung. Ja, Trudy, sieht schlecht aus, dann muss ich doch deinen Sohn umbringen, sorry. Nie wieder, Ted. Ich schwör's. Ja, Patrick, es wirkt. Es wirkt überall. Dann steh doch mal auf, hockt wahrscheinlich im Ameisenhaufen, der Dödel. What the fuck? Danke, dass du uns mit Trudy geholfen hast. Bitteschön, bitteschön. Ich hab eine Menge. Brauchst du Cams? Na, Sichi! Klar, ich schau's mir an. Kenne deine Grenzen. Wolfgang, du bist so ein lustiger Mann. Wisst ihr was? Vielleicht verkaufen wir dem Wolfgang so ein paar Camps? Nee. Nee, 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 nee. Komm, jetzt speichern wir noch einmal, da das alles glücklich abgelaufen ist und wir das Trüdelchen nicht umbringen mussten und können ran an den Speck. Haben wir das da oben? Ach, das ist die Stadt. Das ist einfach die Stadt. Und ich frag mich noch, was das ist. Ah gut, mit Kirche lag ich ja gar nicht so extrem weit vom Schuss. Trudy. Komm, ich hätte gerne Trudy jetzt als Begleitung. Und die rastet einfach grundsätzlich aus, wenn jemand irgendwas sagt, was hier nicht so gut gefällt. Also ich könnte, oder wir sollten uns jetzt doch mal noch hier die Stadt vornehmen. Weil wir ja gar nichts gemacht haben hier drin. Aber ich will, dass es wieder Tag ist. Ich will jetzt doch die krasse Grafik sehen. Ich habe doch total krass hochgestellt irgendwas noch. Grafik. Wir können bestimmt in der Church schlafen. Sind da Feinde drin? Nicht. There are no enemies in this church. Dann gehen wir mal rein. Ist hier... Ich muss die Maus jetzt minimal schneller einstellen. Das ist echt Wahnsinn. Das ist bei Gameplay gewesen, naja. Ich mache jetzt mal 3 hoch. Damit ich so ein bisschen besser... Wow. Na, können wir 1 runter machen. So ist es nicht. Dass ich da so ein bisschen eher zur Rand komme. Ja, so. Ich glaube, das ist ein guter Zwischenweg. So, der hat doch bestimmt ein Bett hier irgendwo. Hat er kein Bett in seinem Puff? Hier? Ah. Das sieht stabil aus. We got an expert. Finde ich irgendwie sucky, dass wir jetzt hier gerade, kein Ding ins Kühlens haben. Oh, she. Ach so, ja, das ist ja die andere. Das Museum der modernen Künste. Oder was das war. Ach komm. Ich hätte jetzt gerne wieder Tag. Man kann doch irgendwie warten. Ne? Habt ihr mir schon geschrieben, wie man warten kann? Ja, nehme ich halt das Impro-Gewehr noch mit. Wir haben ja eh gerade so viel Platz in unserem Anus. Tafelmesser eingepackt. Läuft. Da drüben ist bestimmt irgendwo Platz für ein kleines Bettchen, damit mir schliebe könne. Ich dachte kurz, hier wächst irgendwas.
Wir checken mal direkt von hier unten ab, die Häuser. An, ab. Das, die sind beide nicht begehbar. Das ist auch nicht begehbar. Das da oben ist auch nicht begehbar. Das ist... Nee, was, hä? Irgendwie konnte man früher in mehr Häuser. Oh, was haben wir da? Concord. Bürgerzug. Ah! Da kommen wir bestimmt dahin, wo auch diese Todeskralle rausgekommen ist. Wisst ihr noch? Da unten war dann auch irgendwas mit Bürgerzugang. Aber wozu haben wir jetzt einen Bürgerzugang zu Concord selbst, zur Stadt, in der wir ja... Oh shit. Kevin, bleib wachsam. Halt dein Anus fest, Kevin. Es könnte gefährlich werden. Ich speichere mal. Oh shit, Kevin. I think we got a problem over Kartoffelchips, jawohl. Kevin, siehst du hier irgendwo Feinde? I can't see any of them. Ja, ein Tato. Lecker, lecker, schmecker halt. Da hat doch jemand gerade... Ich denke, wollte dieses Waschmittel essen mit diesem riesigen Löffel? Oh shit, Meyer Lurks, nein! Die widerlichsten Gegner im gesamten Spiel, wie ich finde. Komm von oben. Kevin, du machst das ja, den Mirelurk, Meyer Lurk. Wie sagt ihr zu denen? Sagt ihr auch Meyer Lurk? Oder sagt ihr Purple Perk? Jetzt muss ich den halt fisten, ne? Kevin, ich bin da. Kevin, stirb jetzt nicht. Kevin, you don't need to die right now. Don't die on me, Kevin. Don't die on me. White pants and Meyer Lurk, don't die on me, bleh. Don't die. Ich stehe. Jetzt bist du gleich tot. Ich nehme sogar die Pistole für dich. Kevin, steh wieder auf. Es ist alles gut. Wir nehmen das Meerlockfleisch mit und schauen, was da unten noch so ist, Kevin, okay? Folge mir, Kevin, du bist so ein guter Dackel. Ja, Mantens. Die hätten wir jetzt gebrauchen können da bei der Laberei, oder? Die bringen doch Charisma. Leute, wir haben so viel Zeug. Also, es ist jetzt 6 Uhr. Ja, dann ist er gleich wieder, oder? I wanna see the morning rise. Ja, ganz viel Zeug. Bingo. Bingo. Du hast eine neue Gesichtstätowierung. Bah. Aber okay. Der schläft auf einem Stein. Sau unbequem, aber egal. Jets, sehr gut. Das können wir dem Gerhard oder wer hieß verkaufen. Ich glaube, er hieß Gerhard oder sowas ähnliches wie Gerhard. Wolfgang, genau. Ist ja eigentlich dasselbe wie Gerhard. Tja, ich hab diesen Geheimgang schon längst entdeckt. Da fragt ihr euch noch, wie kommt er jetzt da rein überhaupt? Jetzt ist hier abgeschlossen. Es ist einfach irgendwo im Nichts, wo eh kein Schwein rumläuft, ist was abgeschlossen. Das wär's! Ich habe diese abgeschlossene Truhe geöffnet. Nass, Kevin. Kopf hoch, sonst ertrinkst du. Nass. Fuck. Was? Kevin! I need your help, Kevin. Oh, Kevin. Kevin. Okay. Kevin, hinter dir ist ein Gegner. Nur, dass du das weißt, weißt du? Der Kevin, hä, was? Hier sind Pylone, die man wegschießen kann. Geil, aber egal. Ich habe irgendwie completely vergessen. Wir sind von hier gekommen, gell? Das ist da oben noch. Guck mal, da oben ist noch ein anderer Raum. Den kommen wir bestimmt noch irgendwie rein. Da sind die Pisser gerade hergekommen. Rettungsring nehmen wir mit. Ist sehr wichtig, falls man hier unten irgendwie ins Wasser fällt. Kann man das pflücken? Nein. Jawohl. Hallo. Schläfst du? Der ist tot. Sehr gut. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, hier liegt ein Pferd, aber es ist ein Brahmin. Oh. Was? Okay. Ein Plutonium-Well, also ein Brunnen. A Plutonium Brine? What the fuck? Oh, ich dachte kurz, da kommt uns jetzt eine Leiche entgegengefallen oder so. Kevin? Wo ist eigentlich Kevin jetzt schon wieder hin? Ach, jetzt ist er da. Na klar, Kevin, da bist du ein Pisser. Wir gehen ja gleich weiter. Ich will nur kurz gucken, ob es jetzt hier in diesen Raum geht, den ich eben sah. Alles ist dasselbe. Is it the self? Ich glaube, das ist dasselbe hier. Kann ich die mitnehmen? Ja. Eine Messinglaterne, sau wichtig. Warte mal, Kevin, hier ist voll viel Zeug. Ah, auch abgeschlossen.
Wer macht denn sowas? Ja klar, ich meine, wahrscheinlich sind die vor der Apokalypse abgeschlossen worden, weil die Leute halt wie immer nach Hause gegangen sind und ich wollte da... Fuck! Und ich wollte, dass ihr Kumpel wieder mal da reinkackt oder so. Das kann natürlich sein. Ja, wir haben eine Nudelschale mit Dingen drin, bestimmt. 100 pro. Ah. Mit Maden. Was macht hier so komische Geräusche? Tröpfeln hier einfach nur die Rohre? Ja, moin. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, hab Alarm ein bisschen schnell gedreht, wie wir da hochkommen. Hier drüben ist ja nochmal so eine Sache gewesen. Hier hinten. Vielleicht kann ich da einfach hochjumpen, das wird reichen. Um das Ding zu... Achso. Ich bin vielleicht da. Hier kann ich da bestimmt... Fast. Wisst ihr, da ist doch... Da oben ist ein Durchgang. There oben ist ein Durchgang. Komm. Jump doch erstmal hoch, er kann nicht weiter hoch. Ach, ist egal. Wir müssen jetzt nicht hundertprozentig alles. Also ich mache das schon gerne alles zu 100%, aber dann doch nicht so zwingend. Wir gehen mal hier raus und gucken, wo wir rauskommen. Wahrscheinlich genau da, wo die... Ne, halt die Todeskralle kam irgendwo raus, wo da eine Tür war. Hier kommen wir jetzt aus einem Deckel. Achso, halt, warte. Ist das gerade eben der gleiche... Ach, das war der gleiche Aufgang wie wir... Sind so behindert. Wir kommen da raus, wo wir eben reingegangen sind, ne? Naja, ist nicht so schlimm. Nee. Schneller. Ja, wir sind wieder hier. Egal, jetzt ist Tag. Was hast du gefunden, Dogmeat? Schnell! Show me that shit, Dogmeat. What have you gefounded? Was hast du gegründet? Was denn? Er dreht sich um, obwohl ich direkt in seinem Hintern drin stehe. Dogmeat. Was hast du Schönes gefunden? Hast du da was in der... Ah, gut, der Dogmeat. Gut, ist da oben auch was? Oh Gott, der knurrt ihn rum. Dogmeat, gut gemacht. Du hast ein Safe gefunden. Komm schon. Das Schloss krieg ich nicht auf. Experte. Kacke, das andere war auch Experte. Wir hatten noch was anderes in Experte. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo das ist. Das müsst ihr mir dann sagen. Hier sind wir übrigens wieder. Das hier wäre der andere Ein- bzw. Ausgang gewesen. Da vorne haben wir gefightet. Diese Häuserseite machen wir noch kurz komplett zu Ende. Also diese hier auf dieser Seite halt. Ich glaube, hier ist eh nichts mehr. Da oben kann man auch nirgendwo rein, ne? Doch, da kann man rein, das kaputte Ding. Hoffe ich doch. Dogmeat trampelt manchmal so. Jawohl. So. Ja, haha, Kronkorken. Ja, Nuka-Cola Quantum. Amazing. Gut gemacht, Kevin, gut gemacht. Du musst weitere Sachen suchen, Kevin, hopp. Ich will noch einen coolen Safe, den ich auch öffnen kann. Da haben wir noch eine Chemkiste und ein Bettchen, das wir nicht brauchen. Die Wand sah eben kurz noch weiter weg aus wie so ein Stadtplan. So ein U-Bahn-Plan. Kevin. Und dann würde ich hier übergehen zu dieser... Halt. Ah. Nach hier links. Hier ist sogar ein Spielplatz. Ist hier offen, da? Nein. Kevin, du bist ja gerade gelaufen, gell? Ja gut, ich glaube, wenn jetzt hier was wäre, würde er bellen, oder? Ah, wohl, nee. Wir müssen immer davon ausgehen, dass Kevin uns nicht sagen kann, wann etwas kommt, wenn etwas kommt. Er rafft das irgendwie nicht. Er lässt sich auch von Blay fliegen, irgendwie in den Arsch beißen. Sehr schön. Crown Kicks for the 4-8. Cream. Aschebeche. Ja! Gut gemacht, nicht Kevin. Jetzt hättest du ruhig auch voraussehen können, dass hier was ist. Kev. Okay, warte. Vielleicht gehen wir hier hin. Oder hier hin. Ja. Yeah. Ja, yeah, gleich haben wir's. Oh je. Oh yeah. So. Cool. Wir sind jetzt fast voll. Deswegen nehme ich jetzt nichts mehr mit, sonst können wir nur noch schleichen. Saubere Kleidung. So oder so nehme ich diese saubere Kleidung nicht mit. Ah, sieht das nicht geil aus? Jetzt auch ohne diese eklige Unschärfe. Ja gut, wenn ich reinzoome, ist natürlich eine schärfe Umstellung, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe die Bewegungsunschärfe ausgeschaltet. Da steht eine Laterne rum. Warum steht denn eine Laterne rum?
kurz die Umgebung sichern. Da waren wir eben drin, ne? Da war der krasse Ding. Ihr wisst schon. Der krasse Safe, den müssen wir uns merken. Hier in dem Bums. Ist das hier dieser Plutoniumbrunnen, den wir gesehen haben? Kann gut sein, ne? So, hoppala. Und was haben wir hier? Arbeitshaus. Da gehen wir dann in der nächsten Folge rein, weil wir jetzt gerade bei 30 Minuten angekommen sind. Vielen Dank fürs Zusehen.